Solaranlage hier hat eine Leistung von 5 Gigawatt. Damit kann sie ungefähr 5000 Haushalte im Jahr mit Strom versorgen. Angenommen, wir würden ein Elektrofahrzeug mit dem Strom laden, den diese eine Anlage hier im Jahr produziert, dann könnten wir damit 160 Millionen Kilometer fahren. Das wäre 200 Mal zum Mond hin und zurück. Das kann allein diese eine Anlage, auf der sie gerade steht. Aber Sie sehen ja, in diesem Windpark hier gibt es noch ein paar weitere. Das hier sind jetzt 30 Anlagen. Es gibt auch Parks mit mehr als 150 Anlagen. Schauen Sie mal nach unten. Sie befinden sich jetzt 90 Meter über der Wasseroberfläche. Und wenn Sie jetzt mal zum Motor schauen, der hat einen Durchmesser von 126 Metern. Hier fliegen pro Sekunde 150.000 Kubikmeter Luft. Das sind 180 Tonnen pro Sekunde. Sie können sich alternativ auch vorstellen, dass jede Sekunde 140 Autos durch den Rotor an Ihnen vorbeifliegen. Diese unglaublichen Massen an Luft erzeugen natürlich auch enorme Kräfte an der Windenergieanlage. Die Schubkraft, mit der der Wind den Rotor nach hinten drücken möchte, beträgt ungefähr 600 Kilonewton. Da kann man sich jetzt erstmal nicht so viel drunter vorstellen, aber das ist ungefähr so viel Schub, wie ein großes Flugzeug beim Start erzeugt.